Ah, hey, willkommen. Boah, das klingt merkwürdig. Nochmal. Jo, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir kleine Aufnahmeprobleme gehabt. Ne, das war die davor, glaube ich. In der anderen letzten Folge haben wir, glaube ich, noch ein, zwei Katzen gefunden. Einige, oder ist Elementerz. Einige Elite-Monster erledigt. Und ja, wie wär's, wenn wir in dieser Folge mit der Story weitermachen? So, warum wir euch, ihr fragt euch bestimmt, warum ich hier im Sopsaf-Seehafen bin, anstatt wie immer in Triglyph. Und ja, hier sind ein, zwei Sachen, die ein bisschen interessant sind. Zum Beispiel habe ich hier eine Katze gefunden, weil ich hier auf der Suche nach so Dings, nach so Sopsaf-Wein war, was ich angeblich hierher bekommen soll. Aber habe ich nicht gefunden, aber stattdessen habe ich was anderes gefunden, und zwar, wo war ich? Ich glaube da irgendwo. Da. Bams, die war gefunden, sehr schön. Da war 93 Katzen. Und eine weiß ich sogar noch, wo die sich befindet, aber da habe ich jetzt keinen Bock hinzulaufen. Übrigens scheint hier irgendwas mit den Texturen nicht zu stimmen. Die sind ein bisschen merkwürdig. Ja, warum sind hier weiße Kisten? So merkwürdig. Habe ich ein bisschen überrascht, okay. 93 Katzen, da läuft gut. Bis zum Ende des Spiels haben wir auf jeden Fall alle 100, hab's auch Gefühl. So, nee, zum Shop will ich. Weil ich habe wieder ein paar goldene Frösche gefarmt. Können wir wieder direkt losschicken? Mir ist auch aufgefallen, ich kann gar nicht im Substraf Seehafen irgendeine Katze hinschicken. Da bin ich ein bisschen. Was? Warum kann ich denn jetzt hier eine hinschicken? Muss ich erst eine Katze hier gefunden haben, oder was? Ja, super. Okay, dann hole ich gleich die andere auch noch. Und zwar, ich verkaufe jetzt wieder die ganzen goldenen Frösche, die ich bekommen habe. Bams. Dann erstmal wieder zurückzahlen, wie immer. Hey, it's Nova. 150, ja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man auf einmal viel mehr irgendwie zurückzahlt, aber ich mache das lieber nicht. So, dann habe ich noch ein paar Sachen bekommen. Ich habe mich in der Ferganamine ein bisschen ausgetobt und da habe ich auch wieder ganz viele Sachen bekommen. Und zwar hier zum Beispiel Lolit. Er hat's, Bams, verkaufen wir mal alles. Einem Rutsch. Und was noch? Also das kriege ich immer locker wieder im Dings. Deswegen kann ich hier ein bisschen verkaufen von. Warte mal, noch wertvolles alles. Ich glaube, das war's, ne? Hier, davon haben wir noch ein paar. Ich weiß immer noch nicht, warum ich 30 davon aufbewahre. Warum nicht? Bei den anderen Sachen weiß ich auch, wo ich die herbekomme, deswegen kein Ding. So, jetzt haben wir locker 1 Million Gold schon gerade zurückgezahlt. So, ist gut, ist gut. Und ich hoffe wirklich, dass mein Mikrofon, das schlägt, das schlägt jedenfalls aus. Also wird ja hoffentlich die Aufnahme glücken. So, ich bin kurz davor wieder. Was? Ich habe gar nichts bekommen, zum Teufel. Jetzt habe ich was bekommen, sehr gut. So, ich werde wohl irgendwie noch 3000 auftreiben können, hallo? Ja, Ems. Und wieder zurückzahlen. Und Belohnungen abholen. Ja, vorher gehen wir noch ganz schnell zur alten Vikalmine, weil da habe ich auch eine Katze gefunden. Und da konnte ich auch keine Katze hinschicken. Was ich ein bisschen merkwürdig fand. Also kann man erst nur irgendwo was hinschicken, wenn man eine Katze da irgendwie gesehen hat. Oder was? Weil hier habe ich auch eine Katze gefunden, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht irgendwie eine Katze da hinschicken kann. Deswegen war ein bisschen merkwürdig. So, wenn ich jetzt genau wüsste, wo die nochmal war. Ich glaube ja, ich weiß das. Und was noch? Ja, ich brauchte noch Substraf-Wein für irgendeine Mission. So, irgendeine 0815 Mission. Hatte ich aber auch nicht, weil ich nichts zum Substraf-Seehafen hinschicken konnte, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Deswegen, ja. Jetzt kann ich die da hinschicken. Jetzt kriegen wir hoffentlich den Substraf-Wein für die Mission. Und dann ist alles gut.
Hoffe ich jedenfalls. Eine Art erlernen, eine Art verbessert, eine Fähigkeit erlernen. Sehr schön. Wir sind auch bald mit denen hier alles fertig. Griff Minare wieder. Und hier hat ultimativer Blitzschlag. Er hat 4 auf Feuer. Ey, das ist ja richtig übel. Kann ich bald aber gar nicht mehr gebrauchen. Nee, hier war das noch gar nicht. Wo war das Viech nochmal? Nee, da war das. In der Sackgasse. Ich weiß es. Und dann fehlen uns nur noch 6 Katzen. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Wenn jetzt noch hier irgendwie so, keine Ahnung, Kanan und all sowas kommen, dann... Ach, das lasse ich jetzt mal liegen. Dann ist es ja nicht mehr so unwahrscheinlich, aber alle 100 Katzen finden werden. Plus die, die ich wahrscheinlich auf einigen anderen Gebieten hier irgendwie gesehen habe. Boah, seltenes Monster, komm her. Warum nicht? Aber wir machen mit der Story weiter heute. Wir machen mal ganz schnell. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich mich verwandeln sollte. Er hat ja auch irgendwas mit L zu tun, ne? So, die haben wir mal so kaputt. Ich hoffe wirklich nicht, dass das sich irgendwie auf L auswirkt, dass wir uns hier öfter verwandeln, weil das wäre richtig blöd. Aber ich hoffe doch nicht. Oh, ich habe alle noch auf Schützen angestellt, ne? Verdammt. Oh. Ups. Freie Auswahl, vorwiegend Arzt. Oder nur Geisterarzt, ja. Oh. So, raut rein. So, komm. Hey. Da ist noch ein paar Dingens, verwundene Arzt. Einen ganzen Haufen. Ey, ich wollte ihn nicht treffen, weil ich in der Luft war. Weil der in der Luft war, meine ich. Verdammt. Ja, die Stimmung ist immer noch. Ja, und die wechseln irgendwie manchmal kein Wort. In der Dingens. In der Siegesequenz. Oh, voll traurig. Zack, so, hier war das aber. Ganz hinten in der Ecke, links. Hier war mal so eine Teufelsbestie, das weiß ich doch. Im ersten Teil. Ach nee, da war irgendwas, glaube ich. Ja, schon steht da fangen. Ey. Da, was mich aber ein bisschen gewundert ist, ist, dass das Ding irgendwie am Glitzen war. Oder Pilzpulver ist am Glitzern. So, Whisky. Sehr schön. Damit haben wir jetzt schon ganz viele. So, jetzt können wir mit der Story weitermachen. Zack. Was auch immer jetzt passiert. Ich weiß noch nicht mal, wie das nächste Kapitel heißt. Steht da normalerweise in der Speicher. Datei, aber ich habe noch nicht darauf geguckt. 94. Strategie. Muss man alle auf Dinge ziehen. Freie Wahl. Auf verbinden. Ich weiß ja nicht, wer wieder dabei ist, alles. Aber gucken. Heilen hätte ich mich vielleicht auch tun sollen, aber egal. Oder Items kaufen sollen. Dann sagst du irgendwie über jeden Auftrag, Elise. Ich glaube, wir gehen mal kurz noch pennen. So, einmal kurz pennen. Da können wir uns noch leisten. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie habe ich vor der Aufnahme mir so gedacht, kann Gaius nicht irgendwie ein bisschen was von der Schuld abbezahlen? Ja, nur so viel. Ich meine, das ist ein König. Der nicht irgendwie so ein paar königliche Schätze hier verkaufen können? Die Hauptgeschichte fortsetzen. Ja klar, hätte ich speichern sollen, vielleicht. Egal. So, wer ist das nächste Kapitel? Kapitel 13, das gelobte Land erscheint. Yay! Stimmt, wir haben ja jetzt alle Wegfinder. Und oh, heil ist immer noch. Ah! Das war meine Flasche. Rowan brought me up to speed. I'd tell you to cheer up, but I'm guessing that dog won't hunt right now, will it? We have confirmed your arrival. Arrange the way markers of Kanan into a 5-pointed star. Die lassen uns das einfach machen. It creeps me out how they always know where we are. What do we do? So what happens if we arrange the way markers? Perhaps when brought together, they form a map to the land of Kanan,
Das lassen die einfach uns machen? Ich hatte hier irgendwie Redo und all sowas. After all, you and Luger were the ones who gathered them. Sure. Also legen wir einen Stern. Willst du es machen, L? Ja. L? I can put them down, but how am I supposed to arrange them? Into a star shape, just like this. Mein Gott. Das will ich auch können, wenn ich einen Stern zeichnen will. Hey, look, check it out, I did it. Schon wieder die mysteriösen Zahnräder. Aber der mochte doch, ey. Wollte nur auf eine andere Weise mit ihr zusammen sein. Luger, up there. Wenn jetzt da wieder Aliens vom Himmel geregnet kommen, wie im ersten Teil, dann... Okay, das war verdammt gruselig. You've got to be kidding me. Ich hab mir auch ein bisschen schöner vorgestellt, ehrlich gesagt. This is no joke. Who would have thought that the waymarkers were the means to summon Kanan? Now that we know where to find it, how do we get ourselves there? Have Muse blasted out of the sky! Well, aren't you a violent little thing? How about an airship? Futile. Merely approaching will not grant you access. Kronos. Oh nein, nicht der. I never dreamt you'd get all the waymarkers. I wasted too much time dealing with the Seeker. Just give up, Luger. You can't beat him. You should heed your own advice, human, lest you wish to become a divergence catalyst. All those catalysts we've encountered, it wasn't you creating them? All I did was grant the power of the Chromatis to the Scions of Kresnik. Catalysts are the result of those Kresnik surrendering to their desires and abusing their power. Also das, was mit Elliot gerade passiert. Strange how you never realized that, even as you condemned dimensions as false and destroyed them. Tell me, how exactly did you determine the real from the false? Humans are not but simpering fools. No need to wait for Origin's trial to tell me that. Luger, run! You can't! Glasses guy is in trouble! Catalysts are the result of those Kresnik surrendering to their desires and abusing their power. Oh nein.
Verwandeln und kämpfen. Ohne Verwandlung kämpfen, wenn es sein muss. Ich weiß, wir haben keine Chance, aber... You have to stop using the Chromatis. Stubborn creatures to the end. Okay. Was zum Teufel? Ich will nicht gegen den kämpfen, ganz ehrlich. Ja, rennen hat wir auch. Würde ich ehrlich gesagt jetzt auch machen. Oh, verdammt. Couldn't handle all of us. Were you the only ones who dodged them? How pathetic. So, mit dem Team? We've gathered the waymarkers. Tell us how to enter Kanan. For the sake of mankind? No, for man and spirit alike. That's what you said when you made the schism. How many times must you repeat the same mistakes? I intend to atone for them, even if it takes me the rest of time. You leave me no choice but to hurl you headlong into the abyss. Oh, nee. This might graze the slowpokes. I'll just make sure to apologize later. Surprise! Maxwell's shoddy creation is trying to be clever. Er hat jetzt ein paar AP abgezogen von denen. How could he have survived that? Das hat jetzt Loot gehabt oder was, ne? In diesem Gerät. Oh fuck. Oh nee. Oh. Okay, der Part wird hier ein bisschen kurz, aber weiß ich nicht. Für den brauche ich, glaube ich, extra viel Nerven, deswegen mache ich hier einen Schnitt, auch wenn der Part sehr kurz ist. 18 Minuten, hallo. Das ist ein neuer Rekord. Und ja, den knüpfen wir uns im nächsten Part vor. Bis dahin sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge.